Gut. Haben wir irgendwo Bananen liegen lassen? Ja, ich sehe keine. Nö, scheinbar nicht. Dann aus dem nächsten Level. Nein, hier ist Patrick. Was? Oh. Bananen. Ganz viele Bananen. Und ein kleines Schieberätsel, wie es aussieht. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ach, ich weiß wie. Klar. Ich muss sie schön im Weg stellen. Und dann da hoch. Ein CD bekommen wir mit Lagunenpromenade. Schön bisschen Musik. Da freut man sich doch. Na dann, auf zum Level Nummer... Nein, noch nicht. Anscheinend. Ich glaube, die schlagen sich gerade. Puzzleteil. Ah, oh, das klassische Donkey Kong Puzzleteil-Musik-Ding jetzt, ey. Super. Oh Mann. Bis zu seinem großen Kampf hat er noch einen weiten Weg vor sich. Das Ding ist viel zu hoch. Aber gut. Er könnte echt noch ein paar Trainingseinheiten gebrauchen. Oh, K.O. Er hat sich jetzt K.O. geschlagen. Hehe. Was war hier so Schönes? Eine schöne Promenade. Schöne Aussicht. Ja. Hat auf jeden Fall was. Auf zu Level 5. Erreiche das Gebiet. Ah, oh. Ich sehe schon. Oh, oh. Wir sind offensichtlich mitten in einem Bombenangriff eines Schwarms Honiganzeiger. Was? Honiganzeiger geraten? Hm. Seht ihr den Unterschlupf? Wenn wir ihn erreichen, sind wir vor dem klebrigen süßen Salven sicher. Verteilen wir uns, damit wir nicht als verkleisterter Honig-Heldenklumpen enden. Und haltet euch gegenseitig honigfrei. Was zum Geier. Also das hier sollte mindestens 10 Runden gehen, wenn ich dazu sehe. Denn das ist eine ziemlich lange Stage. Zurück können wir ja einfach. Wir müssen es später wahrscheinlich wieder zurückspielen. Sieht man hier an den ganzen Zurückwegen und den ganzen... Wir können hier rumfliegen, Zeug. Aber ich denke mal, der einfachste Weg wird sein, ja, hier durch. Hier haben wir eine Röhre, die führt irgendwo hin. Wo führt die hin? Einfach da. Die führt auch da. Ne, der einfachste Weg scheint wirklich hier vorne einfach durch zu sein. Damit Donkey Kong hier drüber. Dann darunter. Dann sind wir da. Also, hier. Hier mit Donkey Kong. Ja, das sollte man machen können. Das sollte klappen. Und Cranky und Peach kümmern sich um Angreifen. Natürlich. Das sollte klappen können. Na dann. Wir nehmen sich Cranky erstmal mit. Soweit es geht. Hier soll man nicht stehen. Da ist natürlich die blöde, das blöde Zeug, was runterkommt. Schleudern erstmal zurück. Klingt doof. Wir schleudern erstmal zurück, was total... Hirnrissig ist an sich, aber er haut auf jeden Fall Frostschaden rein, das ist super. Keine Ahnung, Gegner sind Reifweite, kriegst einen Bumerang. Super. Crank kann sich auch noch bewegen. Kann. Aber auch nur noch weiter. Bis irgendwo hier vorne. Hm, das heißt, wir können eventuell den Typen da hinten... angreifen. Das Fass brauchen wir nicht. Das machen wir mit Peach gleich. Wir treten ihn einfach. Weil warum nicht? Warum sollten wir den nicht treten? Können natürlich auch sagen, hey, wir springen jetzt mal hier hoch. Schon wieder. Bisschen Frost da. Und schießen den Typen von hier oben ab. Ja, ist auch nicht so doof. Und er ist weg. Sehr schön. Gut, dann mit Peach einmal den hier. Geht nach da vorne. Mit Donkey Kong schmeißen wir sie nach oben. Nach hier. Können uns um die andere Seite drüben kümmern. Ja, holst du da drüben drum. Und Honig. Sehr schön. Schild brauchen wir nicht. Böser Blick können wir aktivieren.
da drüben, der Typ, wie sie aktiv, wird bestimmt laufen. Und da brauchen wir nichts machen. Das heißt, wir beenden den Zug. Honigbomben. Alarm. Oh. Peach ist mittendrin. Also die Felder sind echt ein bisschen schwierig zu sehen. Ein bisschen. Gut, Tinte hat er bekommen. Eiser kann nicht mehr angreifen. Er schießt auch Cranky, kann sie aber nicht bewegen. Aktiviert aber da sein Schild für. Ne, seinen bösen Blick. Ist gut. Bösen Blick kann er ruhig aktivieren, wir hauen ihn vorher um. Genauso der Typ, den schießen wir auch erst vorher ab. Das heißt erstmal hier. Schuss. Und auf Wiedersehen. Cranky. Macht dann auch einen Schuss. Auf den da. Der wird runtergestoßen ins Abseits. Ist sogar ein bisschen weiter außerhalb. Das ist sehr schön. Also außerhalb der Reichweite. So, Peach können wir gerade nichts machen. Das heißt, mit Donkey Kong laufen wir mal kurz. Wir müssen ja mit ihm ungefähr hier hin. Ich könnte natürlich auch sagen, hey, ich nehme Cranky erstmal mit. Und stelle ihn nach da. Autschi. Lass den Typ einfach mal einschlafen. Gut, Donkey Kong. Nimmt der Cranky. Gehen wir ein Stück nach hinten. Könnten den nach oben schmeißen, können wir auch nach unten schmeißen. Den schmeißen wir hier hin. Ah. Ja, jetzt kann er wieder angreifen. Das ist ziemlich doof an sich. Macht noch den schrägen Blick. Und werfen ihn eine Banane ab. Sehr schön. Peach macht nix, bleibt stehen. Passt. Honigbomben. Auch auf die Gegner, bitte. Wow, also wenn man da drin steht, kommt man nicht mehr raus. So wie es scheint. Ah, das ist natürlich doof. Der ist down. Froschschaden. Und es kommen noch weitere. Oh, das ist natürlich doof. Wir können jetzt nicht mehr laufen, großartig. Ah, das ist natürlich doof. Gelinde gesagt, ist das ziemlich, ziemlich dämlich. Ich muss mal schauen, wie weit kommt Donkey Kong? Wenn wir jetzt da oben hingehen. Er kommt bis nach da. Und von da kommt er bis nach dort. Und von da kommt er dann beim nächsten Zug. Sollen wir mit ihm hier hingehen am besten? Kommen wir bis zur Röhre und von der Röhre aus kommt er fast bis zum Ziel. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Cranky mit. Ich stelle Cranky dann hier vorne hin. Oder nach da oben. Wir stellen ihn nach da. Ja, das hier steht auf dem Weg. Und kann gerne nochmal das hier machen. Ein Fass. Donk. Schöner goldener Treffer noch. Peachy, kannst du den Typen gerne abschießen, wenn du magst. Und triffst. Sehr schön, mitten ins Gesicht. Nochmal einen goldenen Treffer, sehr schön. Dann haben wir die Bananen schon uns da rein. Goldene Treffer geben ja super viel Geld, die man braucht. Cranky kommt mit. Und den schmeißen wir dann schön bis... Bis wohin denn eigentlich? Und am besten wäre eigentlich, den Typen hier einzukesseln, aber andererseits ist das halt blöd, weil er im Weg steht. Weißt du was, wir lassen Cranky stehen. Wir bringen einfach so rüber. Bis, wie gesagt... Ah ne, hier können wir gar nicht stehen. Da kommen die Sachen wieder runter. Wir hören uns nach da. Nach da vorne. Und dann... Haben wir keinen Gegner in der Reichweite. Könnten hier noch ein Schild aktivieren, natürlich.
Lebensregeneration brauchen wir nicht. Und beenden den Zug. Oh Moment, ich habe Cranky mitten im Scheiß stehen lassen. Nein! Mist. Ja, kommen wieder zwei Gegner. Den einen muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, der hat durch die Wand geschossen. Alter, weg und so. Cranky könnte draufgehen tatsächlich. Oh, das wäre uncool. Es sei denn, er kriegt das vielleicht sogar hin, den Typen da uns anzugreifen. Mal kurz die Bongas. Macht da keinen Schaden. Wir müssen aber so irgendwo heim mit Cranky gerade, sonst kommen wieder diese blöden. Ah, sehr schön. Wir kommen vielleicht ran. Eventuell. Ich glaube nicht dran, aber eventuell. Mist, ich glaube, wir stehen mit einem Feld aus Reichweite, oder? Ah, das ist ärgerlich. Mit einem Feld aus Reichweite. Also wir können auf jeden Fall einmal angreifen, den Typen. Das Schild rausnehmen, wenn er denn noch. Hat er noch sein Dinges? Nee. Wir haben Tinte. Ja, das ist natürlich doof. Oh, das ist super doof. Ich meine, ich könnte mit DK bestimmt einmal runter. Und mir einmal Peach schnappen. Wir haben genug Zeit, wir haben genug Runden. Und können natürlich da hier hochgehen und dann mal von hier einmal schön. Ne, heilen. Machen wir es so, ich bin mir nochmal sicher. Die minimale Rundenanzahl brauchen wir ja eh nicht. Machen wir eine Heilung. Sehr schön, kriegen ein bisschen Schaden, der Typ. Kriegt dann nochmal hier von uns eine Kaliumkeule. Und die Honigbomber kommen wieder rum. Mal schneller. Zack, zack, zack. Trifft natürlich Cranky. Wir schießen auch Cranky immer ab, die Säcke. Diese gemeinen Typen. Wir sollen auf jeden Fall Cranky mal mitnehmen. Und irgendwo hinschmeißen, wo er nicht in Gefahr sein sollte. Und ich glaube, in Gefahr ist er eigentlich hier überall. Cranky in Gefahr. Wir können ihn natürlich auch nach hinten schmeißen. Dass wir ihn hier hinschmeißen, aber der ist auch in Gefahr. Oh, es ist bitter. Er ist überall mitten in Gefahr. Ich könnte auch hier hinstellen. Von hier aus könnte ich Cranky dann schmeißen, nach da drüben wieder. Aber das ist halt auch mehr. Der hat's in Gefahr. Das ist natürlich super doof gerade. Ganze Angelegenheit. Okay, Rabbit Peach, du wirst einmal schön bis hier vorne laufen. Du kannst wirklich weit laufen. Fast bis zum Ziel tatsächlich. Wow. Wir schmeißen dich mal bis hier. Genau. Dann wirst du alle Ziele. Das ganze Ziel von den Typen sein da vorne. Hätte ich besser abpassen sollen, auf jeden Fall. Sehe ich, der hab's ein, ich hab's total verkackt. Und schieß einmal den Typen ab. Sehr schön, der ist raus. Einer weniger. Einer weniger, einer weniger. So. Du bist auf jeden Fall Cranky. Wir können natürlich auch mal Rabbit Peach machen. Ja, dann lauf jetzt einfach zurück. Und schmeiß ihn irgendwo in die Pampa. Den Rabbit. Und lass uns alles klein Peachchen machen. So, weg da. Oh, wenn man den hochnimmt, dann kann er wieder laufen. Ah, ist natürlich super gut zu wissen. Hätte ich das mal gewusst. Habe ich leider nicht. Gut, böse Blick aktivieren, wie für den Fall der Fälle. Keine Leute damit schön Tinte einfärben. Fastnacht bringt nichts. DK kann nichts. Beenden wir den Zug.
Kommen wieder Bomben runter. Weil da im Gebiet. Dann zwei von den Typen noch dazu. Oh, Alter, der Hopser wirklich. Mit dem Sprung. Okay. Da ist schon Tinte drauf. Die haben Vampir-Hopser drauf. Das ist ja ekelhaft. Ah, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Na dann. Ja, machen wir es wie eigentlich geplant gewesen. Ja, wir stellen ihn da oben hin. Nehmen DK, gehen dann wieder nach oben. Holen uns Cranky, gehen nach da drüben. Laufen nach da. Schmeißen ihn bis nach da unten. Hätte ich das gewusst, dass er den Weg-da-Effekt drauf hat. Das wäre so gut gewesen. Das heißt nämlich, Cranky kann jetzt fast bis zum Ziel laufen. Oder auch nicht, weil er nicht dran ist. Kann aber die Leute zum Einschlafen bringen. Angreifen werden wir jetzt nicht. Was wir machen können, wir natürlich da hinten angreifen. Wenn er zurückkommt. Die werden sie jetzt nicht bewegen, die eine Runde. Und Peach? Ja, Peach, du rennst einfach bis zum Ziel. Gleich. Ah, merkt man, ich muss die Fähigkeiten teilweise noch lernen. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass er den Weg-Effekt drauf hat. Allerdings, ja. Angreifen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Crank wird auch nicht drauf gehen. Alles wieder aus Reichweite. Oh, doch, der eine da oben ist in der Reichweite. Aber greift den Falschen an. Haha. Aber Ziel. Hat keinen Sinn, zu lange zu warten. Hauptsache raus hier. Und? Noch perfekt oder eher so Silber? In 7 von 7 Zügen. Hui, 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 hui. Ich hätte es in 3 Zügen früher schaffen können, aber gut. Hab halt doof gespielt. Was soll's, was soll's. Na, dann kommen wir auch zum nächsten Level oder zum nächsten Rätsel, wie es aussieht. Was haben wir hier so Schönes? Ah, eine Banane. Hm. Hier sieht es echt schick aus an sich. Ganze Tropenhäuser. Ganze Bananen. Ganze Puzzleteile versteckt. Hihi. Bananen, Bananen, Bananen. Da geht's weiter. Muss natürlich noch hier umschauen, ein bisschen. Haben wir hier Truhen eventuell? Aber anscheinend nur Bananen überall. So einzelne. Ah, einen Hafen haben wir hier. Wow. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich fürchte, diese Boote sollen böse Bananen zu den nahegelegenen Inseln bringen. Hey, zumindest haben sie Boote hergestellt, ja? Also, richtige Boote. Ähnlich wie die bösen, bösen Wikinger oder Vikinger, wie sie heißen, ja? In Tropical Freeze, die mega cool waren. Ja? Da vorne haben wir ein Rätsel, ich sehe es. Oh, Rätsel. Ja, ich freue mich. Und hier haben wir auch wieder ganz viele Wege. Wir können nach links und nach rechts gehen oder nach geradeaus. Gehen wir erstmal geradeaus. Mann, das ist echt weit zu laufen hier. Oh. Oh je. Noch ein Tor, das uns den Weg versperrt. Langsam fange ich an, diese Dinger zu hassen. Das Tor wird von 2 Toren bewacht. Da ist irgendein Rabbit, der gerade total abgeht, ey. Sie sehen bedrohlich aus, aber scheinen den Schlüssel für das Rätsel des verschlossenen Tores auch zu bewahren. Hm, wofür wohl diese großen Knöpfe gut sind? Für jedes Totem gibt es eine eigene Knöpfe.
Ah. Ich kann nicht genau erkennen, was die Symbole auf den Tafeln bedeuten. Es gibt um die Art Gleichgewicht zwischen dem, was getan werden sollte und was nicht getan werden sollte. Oje, oje. Rätsel. Cool. Also. Mund. Beziehungsweise Augen. Verwechseln. Das passt. Augen, kein offener Mund. Okay. Keine Krone und keine Dingens. Aber beide sollen einen offenen Mund haben, scheinbar. Ah ne, die Münder müssen passen. Die müssen auf beiden Seiten gleich sein. Keine Krone. Und das Ding. Auf der rechten Seite sollen die Augen diese sein. Aber eine Krone darf es nicht sein. Doch eine Krone muss es hier drüben sein. Hier muss eine Krone sein, da drüben müssen diese Augen sein. Alles klar. Aber es dürfen keine gekrümmten Münder sein, das heißt, es muss was anderes sein. Und es darf kein Dingens sein, also müssen es diese Münder sein. Alles klar. Haben wir's. Bis auf die Tatsache, dass wir das eine Symbol da in der Mitte nicht verstehen. Oder ich verstehe das nicht. Wow, was geht mit dir ab? Ha. Was soll das Symbol da in der Mitte rechts sein? Ha. Huh. Was zum Geier soll das darstellen? Oh, das ist ein goldenes Wasser oder sowas. Hm, was soll das darstellen? Das passt. Es sei denn, ich muss das machen. Haha, wir haben es geschafft. Mann, das war leicht. Ah, scheiße, zu früh gefreut. Es gibt noch mehr zu tun. Das Plakat hier sollten wir ja untersuchen. Ah, wenn wir das haben wollen, müssen wir alle Lichter ausmachen. Alles klar. Krone und gekrümmten Mund dürfen wir nicht haben. Wir müssen haben anderen Mund. Und die Augen müssen wir geändert haben. Aber auch auf der anderen Seite. Dass wir das genau so haben. Aber da brauchen wir einen anderen Mund. Und seid ihr da. Sehr schön. Gute, gute Rätsel. Und jetzt kriegen wir ein goldenes Fass, hä? Wohin das wohl führt? Aha. 3, 2, 1, es geht auf Zeit. Ah, die Musik ist ja herrlich. Wait. Schalter? Kann ich nicht aktivieren. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ah. Alles klar. Es ist ein Schalterrätsel, wo wir rumschieben müssen, wie bekloppt. Wir müssen das Fass nach oben bringen. Ich sehe schon. Gut. Nicht mal zu viel Zeit. Oh, come on, ich hab's doch geschafft. Ah. Oh. Ja gut, ich hab's verstanden, wie es klappt. Wir müssen sehr, sehr schnell sein und das Fass mit dem Bananen nach ganz oben bringen. Alles klar. Überspringen wir das. So. 3, 2, 1. Ich dachte, das wäre eine Dekoration gewesen, jetzt im Ernst. Er steht da so mega unauffällig rum. Ah, die haben uns eine Banane rausgenommen. Mies. Gibt kein Bananendingens für uns. Schade.
Na dann. Ich stand vor dem Ziel, ich konnte nicht aktivieren. Ah. Selfie-Stick, war mir ernst? Wow. Goliath-Guppy. Gegner, die diesen Unhold der Unterwelt aus dem Wasser ziehen, werden sich fragen, wer hier eigentlich wieder am Haken hat. Ein Goliath-Guppy? Ein Guppy ist ein Fisch. Ein Goliath ist ein Riese. Ein Riesenfisch. Achte, meine Herren. Donkey Kong hier so im Hintergrund so. Selfie-Bomb. Wait. Cool. Das sind kleine Minispiele, die gefallen mir. Vor allem mit dem Hintergrund. Das ist sehr, sehr atmosphärisch. Sehr, sehr pralle. Gut.